gemütliches Anzu und wir sind jetzt ein paar Tage in Tokio unterwegs. Und heute sind wir in Odaiba. Und wir gehen jetzt erstmal an den Strand, denn in Tokio wollte ich nämlich auch noch an den Strand gehen. Und da geht's jetzt hin. Im Hintergrund sieht man gerade die Rainbow Bridge, auch eines der typischen Wahrzeichen sozusagen von Odaiba. Und wenn man sich einmal umdreht, ist man in New York gelandet, denn hier steht die Freiheitsstatue. Natürlich ist das Ding nur eine Nachbaute der echten Freiheitsstatue und es soll wohl noch zwei weitere hier in Japan geben, eine zum Beispiel in Osaka. Aber warum die hier ist oder die anderen beiden, das konnte ich jetzt irgendwie nicht herausfinden. Übrigens, wenn es interessiert, da drinnen im 7. Stock gibt es ein Baratie-Restaurant. Das Restaurant ist dem Baratie-Restaurant aus One Piece nachempfunden. So, was Anne jetzt nicht weiß, ist, dass ich die Kamera habe. Und wir sind jetzt unter 100. Warte, du musst den Dialekt richtig kriegen. Das ist Undam Gundam. Undam Gundam. Undam Gundam. Undam. Undam Gundam. Ja. An der Baustelle. Ja. Und, so. wir haben gerade ein bisschen drüber philosophiert. Es ist ja so, der Gundam, der wird in 2 Tagen oder so abgebaut. Und ist halt die Frage, wie wollen wir den denn wegpacken? Ja. Unsere Theorie war, dass die dem einfach einen Raketenrucksack aussetzen und der dann einfach davon fliegt. Genau. Und dann reißt er wahrscheinlich. Ach, jetzt sieht man es gar nicht. Da hinten ist eigentlich ein Riesenrad. Das wird dann wie ein Digimon runtergerissen. Ja. Nice. Jetzt hier im irgendwas Mega Web oder so. Mega Web, glaube ich. Hier gibt es ganz viele Autos. Keine Ahnung. Ich habe mit Autos nicht so viel zu tun. Wir sind jetzt hier im Village Vanguard. Vanguard Village? Village Vanguard, glaube ich. Das ist ein Laden, in dem es gefühlt jeden Scheiß gibt. Ihr kriegt ihr Anime-Goods, aber auch importierte Süßigkeiten. Das heißt, die haben hier immer Haribo. Dann auch was ganz, ganz Geiles ist, und zwar hier ganz viele B-Side-Label-Sticker. Aber allgemein, Village Vanguard ist halt auch voll cool, weil hier ist jede Ecke irgendwie mega anders. Es gibt jeden Scheiß zu kaufen. Amerikanische Sachen, europäische Sachen, aber auch so typisch japanischen Scheiß. Und wenn ihr so einen Laden mal über den Weg lauft, geht auf jeden Fall mal rein. Auch immer sehr viel gibt, ist halt Studio Ghibli Merch auch hier. Und das ist in Japan gar nicht so einfach zu finden, wie man denkt. Es gibt es schon mehr als in Deutschland, aber Studio Ghibli verkauft seine Lizenzen halt nicht so breitflächig wie zum Beispiel Sanrio. Das heißt, Hello Kitty Kram gibt es überall. Was so Studio Ghibli angeht, ist es manchmal schwierig, aber Vanguard Village? Village Vanguard? Ich verwechsel es immer. Auf jeden Fall, dieser Laden hat meistens welchen. Und die Nadi ist halt einfach überall und hier wird die Nadi sogar vermarktet. Wir sind jetzt gerade noch in der Spielehalle, die hier direkt an diesem Toyota. Die direkt danach sozusagen dran ist. Und die Jungs werden jetzt gleich noch Inishidi spielen und wir gehen dann gleich noch so hübsche, süße Selfies machen. Kurz Ausgleich. Wir waren jetzt hier in so einer lustigen Fotobox und wir haben auch hier so Fotos. Aber ich muss sagen, das Ganze ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Man hat immer nur so ein paar Sekunden, um irgendwie durch das Menü zu operieren. Aber wenn man halt kein Japaner ist, muss man erstmal gucken, okay, was geht jetzt? Es steht dann so minimal in Englisch da, was man machen soll. Aber so richtig, es ist schon eher anstrengend, muss ich sagen. Aber es sind trotzdem lustige Fotos bei rausgekommen.
Jetzt sind wir in vielleicht Frankreich, Italien? Wir waren jetzt gerade bei Starbucks und haben ein Matcha Latte getrunken und jetzt geht es noch schnell zum Skytree und hoffentlich schaffen wir es, vor dem Sonnenuntergang dort zu sein. Mal sehen. Man könnte halt schon sagen, von der Größe passt lebensgroß. In Japan gibt es immer ganz oft sowas, dass man eine Auswahl von Buttons oder irgendwas anderem hat, was man bekommen kann. Und man random eins aussuchen muss, aber nicht weiß, was drin ist. Und das werden wir jetzt machen. Und dann werden wir später sehen, was da drin ist. Hier ist jetzt schön eingepackt, der Sticker, und wir packen den jetzt aus. Ach nein, die Sticker-Button. Und nochmal eingepackt. Umweltfreundlichkeit ist in Japan ein Krampf. So, jetzt kam gerade Essen zwischendurch, aber wir gucken jetzt, was drin ist. Nein, jetzt. So, ich gucke jetzt, was drin ist. Yay. Yay. Okay, läuft, jetzt wird gegessen. Ja, und zwar sind wir bei Gasto, so sieht das Logo aus. Und Gasto ist ein Family-Restaurant und in Family-Restaurants ist es sehr, sehr günstig. Also wenn man so ein bisschen auf Low-Budget ist, kann man das auf jeden Fall machen. Es gibt sowohl japanisches als auch eher westliches Essen. Also kann man dann machen, wie man möchte. Wir haben jetzt auch gegessen und auf dem Heimweg bin ich noch an einem Inari-Schrein vorbeigekommen. Der ist aber laut. Hier ist es jetzt aber leider schon zu dunkel für meine Kamera, deswegen beende ich den Vlog jetzt und wir sehen uns im nächsten Video wieder.